Jo Leute, und damit willkommen zu Mario vs. Donkey Kong. Ja, nachdem wir vor ein paar Monaten, keine Ahnung, 2-3 Monaten oder so, ungefähr Mario vs. Donkey Kong für den Game Boy gespielt haben, haben wir jetzt, oder ist jetzt schon länger draußen, Mario vs. Donkey Kong für die Switch. Aber wir spielen erstmal noch die Demo und ja, wir schauen da erstmal rein. Ein Spieler. Empfohlen für Spieler, die eine eher entspannte Spielweise wünschen. Empfohlen für Spieler, die nach einer Herausforderung suchen. Ich mach klassisch. Du kannst die Spielweise im Pausenmenü oder in der Levelauswahl ändern. Und los. Okay, ja. Ich gebe mir erstmal das Ding da oben rein. Es gab ja irgendwie Mario vs. Donkey Kong 2 auch schon, aber das habe ich auch noch nicht gespielt gehabt. Mann. Gegenstände aufheben und werfen. Ah ja. X und X. Lelelele. Hui. Ah ja. Ich will jetzt noch was anderes. Ich wollte eigentlich gucken, was da steht. Ach so. Oder so. Wir gehen einfach durch, scheiß drauf. Ich hätte gar nicht springen dürfen wahrscheinlich. Na klar. Na klar. Die kann ich aufwerfen. Das wollte ich nicht, ich wollte rausspringen. Zack. Oder wie war das? Ja, rausspringen. Irgendwie bin ich aber nicht raufgesprungen. Hallo. Ah, jetzt. Yay, Mini Mario. Wie viele Level haben wir hier eigentlich? Level 1 von 1. Perfekt. Synchronieren Sie einen Controller für immer, nö. Okay, das weit ist zu. Das ist offen. Und das ist offen. Okay. Gucken wir mal. Ja, das ist halt auch so dieser Standard, ne? Hoch. A. Das, was man schon kennt. Aus den anderen Spielen halt. Hui. Lili.
Okay. Oder reingesprungen. Zack. Ja. Irgendwie die Steuerung so ein bisschen komisch. Weil ich muss erstmal springen, wenn er wirklich ganz unten ist. Was ich sagen wollte, es gibt bestimmt Level, wo Zeit läuft, bis sie wieder ändern. Wird mich nicht wundern. Das wird mich nicht wundern. Ich bin aber auch so schlecht zwischendurch, ey. Bin aber auch schlecht. Okay. Das funktioniert auch. Yahoo! Das wollte ich eigentlich gar nicht. Was mache ich denn da gerade? Das ist das zweite Level. Und ich stelle mich voll doof an. Okay. Düdit. 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 Okay. Das funktioniert also nicht. Da geht er also gleich kaputt. Okay. Jetzt. Voll im 2 Leben nur noch dadurch. Aha. Aha, ich verstehe. Yep. Ups. Wow. Kann ich so draufstehen, ja? Ich mach das mal so. Ah, das geht also nicht. Dü-lü-dü-dü-lü-dü. Machen wir das so. Nein. Wow. Zack. Geschafft. Ich habe mich auch viel zu blöd angestellt eben, aber naja. Was soll's. Passiert. Oh yeah! Sind das eigentlich nur die 3 Level, die gehen? Schauen wir mal. Here we go. Ach, das dachte ich aber nicht, dass es geht. Das dachte ich nicht. Ja, was sollen wir das denn machen? Keine Ahnung. Warum bin ich da jetzt reingesprungen? Das wäre viel zu einfach. Wäre eigentlich einfach gewesen.
Und sonst passiert es mir immer nochmal. Ah, das so. Einfach platt machen. Den, den, den. Ja. Ah. Okay. Hätten wir eigentlich viel schneller schaffen können, ne? Und eigentlich mache ich meinen Blödsinn. Was zeigt er mir das schon wieder an? Lü-lü-lü-lü. Okay. Wollte ich nicht. Hallo. Hey, wo? Nimm mir dieses Pixel-Dingsterbums. Das war ihm doch ein Sprengsel. Geh weg. Oh, das war knapp. Ah. Boing, 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 boing. Jetzt bin ich wieder... Mann. Lili. Aha. Aber weg damit. Machen wir es einfach so. Ich stelle mich auch so doof an manchmal. Oh yeah. Hm. Das ist cool. Yay. Ja, 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 ja. Alles klar. Okay. Perfekt. Kann sie auch sterben so wahrscheinlich, ne? Oder kaputt gehen. Beweise den Knobio und Plattform geschickt in zahlreichen Welten. Das war's. Eine Demo. Junge. Okay. Okay, das ist auch neu mit diesen Würfeln, aber ja. Ist ja halt einiges neu, ne?
Leite die Mini-Marios in Sicherheit. Okay. Ich spiele gemeinsam in den Zwei-Spieler-Modus. Wird bei mir eh nie passieren. Das wird bei mir eh nicht passieren. Joa. Nö. Okay. Thema-Video. Waseln. Aha. Ein neues Spielerlebnis mit mehreren Spielmodi. Metalle Mini-Marios. Spiel mit einem Freund im lokalen Koop-Modus. Entdecke zahlreiche Bonus-Level. Stell dich Donkey Kong in spannenden Bosskämpfen. Ich hätte ja erwartet, dass man noch gegen ihn kämpfen kann, aber naja. Oh ja, das kennen wir ja schon. Aber gut. 16 Minuten, okay. Naja, ist halt mal so, ne? Na gut, dann würde ich sagen, was ist das mit Donkey Kong vs. Mario vs. Donkey Kong der Demo-Version? Ich werde auf jeden Fall die Vollversion auch noch spielen. Mal schauen wann. Ich habe aber auch noch andere Sachen momentan, aber ja. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.